Hallo meine Freunde, heute reparieren wir mal wieder einen Philips-Fernseher, meine Lieblingsmodelle. Das Gerät hat folgendes Problem: Wenn man es einschaltet, hört man noch den Ton, aber kein Bild kommt. Wenn man ganz nah an das Gerät geht und mit der Taschenlampe draufleuchtet, sieht man noch schemenhaft das Bild. Das ist ganz eindeutig ein Problem mit der Hintergrundbeleuchtung, dem sogenannten Backlight. Das besteht bei diesem Modell schon aus Leuchtdioden und da wird wahrscheinlich eine kaputt sein. Also machen wir das Gerät mal auf. Bevor wir das Gerät aber aufmachen, müssen wir auf jeden Fall das Netzkabel ziehen. Zuerst demontieren wir den Standfuß, der hat Kreuzschlitzschrauben. Mit dem Magneten bekommt er die Schrauben aus den Löchern. Wenn die Schrauben lose sind, könnt ihr den Fuß vorsichtig nach vorne abziehen. Die Rückseite hat jede Menge Kreuzschlitzschrauben, die macht ihr der Reihe nach los. Im Prinzip steckt in jedem Loch eine Schraube drin. An der Stelle, an der der Netzstecker ins Gerät geht, sitzt auch nochmal eine Schraube. Dann haben wir die Rückwand. Dann geht er hier mit den Fingernägeln runter. Von der Unterseite her kommend, könnt ihr das Gehäuse nach oben entklipsen. Wenn das Gerät auf ist, erkennt ihr die wesentlichen Baugruppen. Hier haben wir die Lautsprecher, das Netzteil und hier ist das Mainboard. Wir müssen jetzt aber an die Hintergrundbeleuchtung und die sitzt da drunter. Das heißt, all das muss demontiert werden. Wir beginnen mit den Lautsprechern. Die haben hier solche Raschzungen. Und dann kann man die gerade so entnehmen. Dann demontieren wir den Halter für den Fuß. Der hat hier 6 Kreuzschlitzschrauben. Dann könnt ihr das Blech gerade so abnehmen. Das Bedienteil muss natürlich auch weg. Hier ist eine kleine Steckverbindung. Da müsst ihr mit dem Fingernagel so drunter. Und dann könnt ihr das hinten entfernen. 2 Schrauben. Die kleinen metrischen Schrauben. Dann geht das Bedienteil gerade so. Wenn wir schon dabei sind, können wir jetzt auch gleich die ganzen anderen Halteklammern entfernen. Reihe rum, das sind etliche Stück. An der Oberseite, aber nur an der Oberseite, sind dann noch 2 ganz kleine Schräubchen hier. An der Unterseite ist hier eine Plastikabdeckung, die müsst ihr so rausnehmen. Oberen Stecker könnt ihr ziehen, indem ihr es einfach ein bisschen zusammendrückt. Ihr lupft hier oben die Nase an und dann könnt ihr den Stecker hier am Motherboard rausnehmen. Dann können wir hier unten durch und hier nochmal durch. Und dann haben wir das Kabel raus. Die Halter machen wir auch noch weg. Und einfach so reingeschraubt, hängen mit einer Schraube fest. Und auf der anderen Seite auch. Jetzt drehen wir das Teil mal ganz vorsichtig um. Dann können wir nämlich die äußere Blende schon mal entnehmen. Das müsst ihr den Rahmen hier so ausklipsen. Dann langt einfach gerade immer mit dem Fingernagel runter. Aufpassen, dass das Teil nicht bricht. Und wir haben das Rämmchen. So, jetzt dreht er wieder um, aber Vorsicht, das Display ist schon lose. Das Teil soll gut festhalten. Dann legen wir es hier drauf. Und dann könnt ihr das ganze Gerät abnehmen. Und hier ist das Panel.
Und dann müsst ihr das an einem sicheren Ort verwahren. Jetzt können wir diesen Rahmen hier ausklipsen, immer so drunter halten. Jetzt macht ihr den reihum hoch, so wie ich euch das zeige. Also immer Fingernagel nach Fingernagel. Immer eine nach der anderen ausklipsen. So. Und an der unteren Seite sind natürlich auch nur ein paar Laschen. Der dickere Teil war unten am Bedienteil. So, danach muss die Streuscheibe raus. Bei der Streuscheibe, oder oh, sind mehrere, die nehmen da am besten alle zusammen ab. Und hier macht dann Aufkleber drauf, Rückseite heißt hinten zum Fernseher. Dann kriegt er die nicht durcheinander und so kommen sie auch wieder drauf. So, die Spitzen müsst ihr ganz vorsichtig abziehen. Die haben im Prinzip so Drehverschlüsse. Oder? Die haben einen Schlitz und dann raschen sie ein. Das heißt, die sind so und dann, also ein bisschen drehen und dann vorsichtig abziehen. Da müsst ihr ganz vorsichtig das Papier abziehen. Dann da so vorsichtig mit dem Schraubenzieher ein bisschen unter die Klebstellen. Dann geht es schon. Und dann könnt ihr den weißen Hintergrund komplett entnehmen. Und hier seht ihr die Konstruktion der Hintergrundbeleuchtung. Das ist eine Christbaumkette. Und zwar sind es, was weiß ich, 44 Leuchtdioden und die sind alle in Reihe geschaltet. Das heißt, der Strom kommt hier von der Platine, läuft hier rein, läuft dann die ganzen Leuchtdioden lang, kommt zurück und dann geht es hier auf der nächsten weiter und wieder im Kreis. Wenn nur eine von diesen Leuchtdioden unterbrochen ist, geht die ganze Christbaumkette nicht mehr, weil es eine Reihenschaltung ist. Wir müssen jetzt den Streifen suchen, der gebrochen ist. Um die Streifen einzeln zu testen, mache ich erstmal die Hauptversorgung weg. Dann können wir nämlich Reihe für Reihe tauschen. Die hat hier 5 Kreuzschrauben. Jetzt könnt ihr den Verbindungsstreifen vorsichtig nach hinten ausdrücken. Weil der hat noch so ein paar Rastnasen und dann geht er nach hinten raus. Das ist die Verbindungsplatine. Ich habe jetzt mal ein Labornetzgerät genommen und wir messen die einzelnen Streifen durch. Jede Leuchtdiode hat 3 Volt, dass wir uns nicht ganz die Augen verblitzen, gehe ich ein bisschen unter 3 Volt. Diese Reihe hier hat zum Beispiel 8 Leuchtdioden, also 8 mal 3 wären 24. Ich bin jetzt mal auf 22 Volt und dann können wir mal die Reihe antesten. Hier auf den Streifen steht immer drauf, wo Plus und Minus ist. Hier leuchten alle und alle haben Durchgang. Der Streifen funktioniert komplett. Wir probieren noch den anderen Achterstreifen. Der ist auch gut, perfekt. Ich habe die Spannung jetzt noch ein bisschen erhöht, weil die Streifen haben ja 9. Aha. Der 9er Streifen tut es auch. Messen wir noch den unteren 9er Streifen. Aha. Hier haben wir Durchgang, aber eine Leuchtdiode tut es nicht. Die erste. Dann schauen wir mal nach dem Streifen. Und da tut sich gar nichts. Hier ist unser ursächliches Problem. Leuchtdiode zwar kaputt, aber wir haben zumindest noch Durchgang. Die haben so einen Schutzwiderstand auf der Rückseite. Manchmal funktioniert es. Das heißt, da können durchaus 2, 3 Leuchtdioden ausgefallen sein. Merkt man fast gar nicht am Fernsehbild. Aber der Fernseher geht noch. Nur wenn eine komplett unterbrochen ist, dann haben wir den Ärger. So, schauen wir mal hier. Nochmal, hier haben wir die komplette Unterbrechung. Und bei den Streifen müssen wir hier mal trennen. Wir müssen die Streifen ja eh demontieren. Jetzt mache ich mal den Streifen raus. Könnt ihr jetzt so hochnehmen und so rausziehen.
Jetzt schauen wir erstmal, welcher der beiden Streifen es ist. Wir können jetzt den hier direkt messen, weil hier geht wieder Plus rein und Minus zurück. Bei dem brauchen wir eine Brücke oder wir müssen auf der Rückseite messen. Der Teilstreifen hat 5 Leuchtdioden, also machen wir 5 mal 3, 15, ein bisschen weniger, 14 Volt. Minus, wieder auf Plus, aha, der geht auch. Das heißt, unsere Unterbrechung ist in dem Streifen. Den Streifen können wir auch gleich noch rausmachen, weil hier ist ja auch noch eine Leuchtdiode defekt. Die ist zwar nur dunkel, aber wir reparieren natürlich gleich beide. Streifen auch wieder gerade so, die sind ein bisschen verklebt. Und den Streifen können wir dann auch noch rausziehen. Um den Fehler jetzt zu finden, müsst ihr hier ein bisschen freikratzen, dann kommt dann die Kontakte dran. Und jetzt messen wir die einzelnen Leuchtdioden durch. Dann könnt ihr hier immer, hier ist der Minuspol, hier ist der Pluspol, die geht, aha, und das ist unser Übeltäter und die geht auch wieder. Und die hat aber auch komplette Unterbrechung, weil die Schiene ging ja als Ganzes nicht. Wegen der ging die ganze Hintergrundbeleuchtung nicht mehr. Die Leuchtdioden kann man kaufen, zwar nicht mehr in Europa, gibt ja nichts mehr bei uns zu kaufen, aber bei Alibaba in China können das sie beziehen. Die Leuchtdiode sitzt unter dieser Linse. Das ist eine Kunststofflinse, die das Licht flächig verteilt, weil wir brauchen ja eine homogene Hintergrundbeleuchtung. Die ist leider verklebt. Da müsst ihr so ein bisschen mit dem Schraubenzieher drunter. Und die ganz vorsichtig, hoffentlich bricht sie nicht. Aha, ich habe sie schon. Jetzt haben wir die Linse abgenommen. Unter der Linse gibt es noch so eine kleine weiße Streuscheibe, die ist auch verklebt, aber die ist noch mit so einem Klebeband. Die können wir also so langsam mit dem Fingernagel, die können da gerade so abziehen. Die kleben wir nachher wieder mit ein bisschen Uhu drauf. Beim Rausmachen braucht ihr euch ja keine Mühe geben. Wie hatte Thomas immer gesagt, kaputt ist kaputt. Das heißt, wir können das Ding gleich zerkratzen und zerdonnern, dann brauchen wir es nämlich nur an einem Pol auslöten. Wenn die Keramik mal weg ist, können wir einen Lötzinntropfen draufsetzen. Der macht einen besseren Wärmekontakt und jetzt mit dem Schraubenzieher ein bisschen drücken, während er sich heiß macht. Aha, das war schon die eine Hälfte. Schauen, dass die Trennfuge dazwischen auf jeden Fall verbindungsfrei ist. Macht da ein bisschen frisches Lötzinn drauf. Nehmt ihr euch so eine neue Leuchtdiode. So, auch die Leuchtdiode hat den kleinen und den großen Kontakt. Der große kommt natürlich auf den großen und der kleine auf den kleinen. Ich markiere mit dem Edding mal die dicke Seite. Kommt das Teil hier drauf und dann müsst ihr das jetzt vorsichtig verlöten. So, die eine Seite ist fest, aber nur zu hoch. So, jetzt ist die eine Seite perfekt. Jetzt müssen wir auf der anderen Seite nochmal löten. Ich drehe dafür den Streifen um. Vielleicht hat es schon gereicht. Erfolg, überprüfen. Ich gebe wieder 2,8 Volt drauf und es sieht perfekt aus. Dann klebt er die weißen Blenden wieder richtig drunter. Die haben da eine Ecke, wo die Leuchtdiode sitzt. Wenn sie nicht halten, macht er halt einen Tropfen Uhu drunter. Die Linsen müsst ihr mit Epoxid kleben. Härtende Epoxid, brauchen wir nur eine ganz kleine Menge. Das härtet innerhalb von wenigen Minuten aus. 50-50 anmachen. Ein bisschen verrühren. Von dem Kleber macht eine ganz kleine Dosis auf die Punkte. Und dann kommt das genau auf die schwarzen Punkte. Wenn es genau auf den schwarzen Punkten sitzt, so ist richtig. Da drückt das jetzt an, bis der Kleber trocken ist. Wenn die Streifen geklebt sind oder der Kleber trocken, können wir sie wieder einsetzen. Hier müsst ihr sie gerade reindrücken. Die gleiche Nummer mit dem zweiten Streifen, hier einraschen, hier.
hier drauf setzen. Dann schrauben wir die wieder vorsichtig fest. Mindestens 100 Newtonmeter Anzugsmoment. Oh, und auch die letzte. Bevor wir jetzt den Querstreifen montieren, der alle verbindet, messe ich nochmal die einzelnen Streifen durch, ob jetzt alle gehen. Probieren wir die einzelnen Streifen durch. Erstmal die großen, alle Leuchtdioden gehen. Auch der leuchtet. Testen wir noch die andere reparierte Reihe. Aha, wunderbar, alle leuchten. So, jetzt gehen alle Leuchtdioden wieder. Setzen wir den Querstreifen ein und dann können wir alles montieren. Der Querstreifen ist ein bisschen fummelig, der verbindet jetzt die ganzen Lichterketten zu einer riesigen Christbaumkette. Müsst ihr so überall in jede Verbindung rein, dann rutscht er rein. Wenn er drin ist, passen auch die Schraubenlöcher wieder. Und die letzte Schraube kommt auch noch in ihr Löchlein. Als nächstes kommt die weiße Rückwand rein. Die hat eine gewisse Orientierung. Und zwar sind auf der Oberseite 3 Laschen und auf der Unterseite nur 2. Daran erkennt ihr jetzt alle Teile, wie sie reinpassen. Da haken wir die ein. Schön in alle Laschen rein, dann passt das wieder. So drunter, so liegt die wieder drin. Dann kommen die Abstandshalter rein. Bei denen müsst ihr immer drauf achten. Hier ist die längliche Seite und die sitzen hier so schräg drin. Das heißt, die werden und dann werden sie gerade ein bisschen verdreht. Und der vierte, das sind nur 4 Stück, seid vorsichtig. Das Zeug ist alles hochgradig zerbrechlich. Die Rückseite ist die weiße Lage, die haben wir hier markiert gehabt. Da müssen wir jetzt aber den Kleber wegmachen, aufpassen, dass uns das nicht alles auseinanderfällt. Jetzt legen wir alle Lagen so drauf, wieder die Dreier. Kommt oben drauf. Richtig seid ihr, wenn alle Laschen so aussehen, dann sind wir endgültig drin in der Nummer. Gut. So, jetzt kommt der innere Rahmen drauf. Der kommt so drauf, dass das hier unten an der Unterseite ist. So, der wird einfach von oben drauf gesteckt und der klipst hier, klipsen die von selbst ein. Das einfach rundherum ganz vorsichtig runterklipsen. Wenn alles passt, dann ist das Feld schon erledigt. Da könnt ihr nicht viel falsch machen. Jetzt montiert ihr das Display so, dass ihr mit 2 Leuten hier drunter greift. Jetzt legt ihr das ganz vorsichtig da rein. Die Platine fällt nach hinten weg. Und wenn es jetzt nicht geknackst hat, habt ihr gewonnen. Okay. Das Panel liegt richtig, wenn ihr jetzt die ganzen Bauteile seht, dann liegt das Panel richtig. Das Display muss hier exakt an der Kante entlang überall drauf sein, sonst passt natürlich nachher nichts. Wenn es perfekt drin liegt, kommt der nächste Rahmen drüber. Auch der wird nur geklipst. Dann kommt der Zierrahmen drüber, da haben wir die Kabel noch stecken lassen von der Fernbedienung. Die suchen wir uns dann unten zurecht. Der Zierrahmen kommt auch einfach von außen so drauf. Jetzt drehen wir das Gerät wieder auf die Displayseite. Unten an der Fernbedienung haben wir diesen Deckel. Der hakt hier ein. Das Kabel wird hier unten durchgeführt und die andere Seite rastet dann ein. Also erstmal den Deckel rein. So kommt er hier rein, hier kommt das Kabel und jetzt ist er drin. Das ist der Schutz von der Fernbedienung. Hier hoch, Bindung hier drunter. Da geht die Fernbedienung, das Motherboard. Rauf gehen die Dinge immer leichter wie runter. Und dann geht noch die Leitung hier zur Seite. Für das kleine Handnotbedienteil auf der Seite. So. Die Notbedienung kommt jetzt so rein, dass diese Haken hier unter das Plastik greifen. Ihr seht auch, das sind immer schön Pfeile, wo die Schrauben sind. So, das muss hier rein. Und wo die Pfeile sind, kommen jeweils die Schrauben rein.
Fisch ziehen tun wir sie, wenn alle drin sind. Dann können wir gleich zwei Blechhalter hier einsetzen. Die haben hier Löcher, dafür gibt es Plastiknasen. Die halten hier nochmal den Unterteil und dann klipsen die so ein. Werden nur von einer Schraube gehalten, diesmal ohne Pfeil. Aber es gibt ja nur eine, kann man ja nicht vergessen. Der gleiche Halter, auch nochmal auf der anderen Seite. Und jetzt kommen reihum die Blechkammern rein, genauso wie sie an der Bedienplatine waren. Also Häubchen rein. So, jetzt gibt es so eine Handvoll von diesen Dingern. Die machen wir jetzt alle mal lose rein, bis wir außen rum sind. Irgendwann kommt man auch beim Letzten an. Den lassen wir noch locker, weil wir müssen jetzt erst noch die Schräubchen auf der Oberkante machen. Und hier an der Oberseite sind noch zwei Miniaturschräubchen. Irgendwas um M2,6. Wenn alle Klammern drin sind, könnt ihr die Klammern jetzt anziehen. Einmal außenrum überall schön anziehen. Das Bedienteil muss natürlich auch gesteckt werden. Da müssen wir den Stecker, der geht so rum hier drauf, hier aufstecken und schon ist er drin. Das Kabel läuft jetzt hier zwischen den beiden Stegen durch. Da kommt nämlich gleich die große Klappe drüber, also der Fußhalter. Da müsst ihr schauen, dass das Kabel ist gut, passt alles. Machen wir gleich ein bisschen neues Isolierband. So, hier an den Löchern kommen die Schrauben rein. So, alle einsetzen. Das sind vier in der oberen Reihe. Und zwei in der unteren Reihe. Wenn alle drin sind, können wir sie gleich festziehen. Die müssen schon ein bisschen sitzen. Da steht nachher das ganze Gewicht drauf. Das ist der Halter für den Fuß. Zum Schluss kommen die Lautsprecher. Die werden einfach hier nur gesteckt. Die sind nicht einmal verschraubt. Und dann müsst ihr sie hier einklipsen. Kommt hier hin. Und seine Steckverbindung ist hier. Zum Schluss kann die Rückwand wieder rein. Die müsst ihr erst da oben ansetzen. Schauen wir gleich nochmal im Detail an. Und dann wird sie unten runter gedrückt. Das war schon klasse. Das schwarze Schräubchen mit metrischem Gewinde kommt hier an den Spannungseingang. Da können wir auch mal anfangen. Auch hier wieder alle Schrauben erstmal ansetzen. Nachher machen wir sie fest. Die Kunststoffgewinde sind die untere Reihe. Bei diesem Kunststoffgewinde müsst ihr immer erst rückwärts drehen, bevor er vorwärts das Schräubchen reinmacht. Die schwarzen Schrauben mit dem Kunststoffgewinde kommen bis in die Ecke hier. Vor der Reihe außenrum sind die silbernen metrischen Schrauben. Die sitzen relativ tief in ihren Kanälen. Oben sind gar keine Schrauben, die letzten drei sind hier auf der Seite. Schraubenzieher und dann mit Schwung runter, sonst ist die umgefallen, bis ihr unten im Kanal seid. So, wenn die letzte drin ist, können wir anfangen, das ganze Teil zu verschrauben. Und als letzte Schraube von der Rückwand macht ihr dann die in der Mitte fest. So, jetzt ist alles wieder zusammen. Dann kommt der Fuß rein, der ist auch noch bezeichnet mit Front, das zeigt zur Vorderseite. Ihr kriegt ihn aber auch verkehrt rum gar nicht rein. Dann, bis ihr die Gewindelöcher seht und die Schrauben kommen dann noch von hinten. So, dann drehen wir die rein. Schön festmachen. So, schauen wir mal, ob es funktioniert.
Das haben wir doch wieder spitze hingekriegt, oder? Alles perfekt, Bild und Ton laufen. Ich habe euch heute mal wieder gezeigt, wie man der geplanten Obsoleszenz ein Schnippchen schlägt. Also wascht fleißig an euren kaputten Geräten und tschüss bis zum nächsten Video.